Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier am LS19 auf der Ameisenfarm. Einen schönen Samstag wünsche ich euch. Ja, wir sind hier in der Spritze unterwegs. Das Feld ist gewechselt. Jetzt ist hier auf der 39 das Unkraut zu beseitigen. Kein Problem, machen wir. Natürlich nur gegen Bezahlung. Umsonst macht hier keiner was. Okay. Ja, aber wenn man die Spitze so anschaut, 35 km/h. Full Speed. Kann man so machen. Kann man so machen. Okay. Läuft. Bei denen ist es immer noch so. Die machen das. Die machen ihr Ding. Ja, den werden wir gleich dann ein paar Meter vorstellen. Weil sonst sagt er eh, hey Chefe, da ist irgendwas im Weg. Dann stellen wir den gleich hier hin. Dann haben wir das Problem nicht. Dann hat sich das eh von alleine erledigt. Das heißt, so. Hier dürfte ja niemand im Weg sein. Passt. Dann, die machen das. Ja, ich habe hier noch den Fendt wieder abgestellt, weil wir haben noch die restliche Gülle in die Düngerproduktion gebracht. Wasser ist aufgefüllt. Das heißt, wir warten nur mehr auf den Mist. Aber das Problem ist, wir haben eben kein Kipper mehr im Moment zur Verfügung. Da müssten wir nur irgendeinen abzwacken. Der ist noch voll. Ja. Haben wir jetzt gerade nichts da. Aber kein Problem. Oder? Ich weiß, ist zwar etwas unrealistisch. Nee, den Überladewagen. Den lassen wir. So. Wir haben ja in der letzten Folge dann noch geguckt, ob hier irgendwas Interessantes Drescher-mäßig los wäre. Weil unser Drescher steht sich die Füße in den Bauch. Hier oben ist noch ein bisschen was. Da ist Mais, Baumwolle, können wir alles nicht ernten. Die 43 ist auch Baumwolle. Also es ist wirklich nur die 61, die wir ernten können. Ja, dann machen wir das halt. So, die 61. Da wir aber nur einen Drescher haben, keinen Abfahrer, werde ich sagen, nehmen wir hier dann Geräte ausleihen. So. Aber da ich keine Lust habe, mich mit dem Schneidwerk zu ärgern, nehmen wir unseren Drescher. 61 zum Getreidehandel. Warte mal, was haben wir hier bekommen? Ja, einen schönen Johnny 8R. Der kann das schon. So, dann würde ich mal sagen, den schicken wir als erstes los. Der fährt zu 61 zum Getreidehändler. Schalten wir schon mal ein. Und dann schickt man den Drescher hinterher. Weil so macht das keinen Spaß sonst. Also, die 61. Zack. Verkaufsstelle ist der Getreidehandel. Und Abfahrt. Oder? Getreidehandel, jo. Den Drescher nehmen wir nicht. Dann nehmen wir unseren eigenen. Der gefällt mir besser. So, abgewürgt. Man kennt es. So, zack. Tanken müssen wir nicht. Der hat noch genug drinnen. Also schicken wir den einfach mal los zum Feld 61. So, Achtung. Heiß und fertig. Jo. Dann bist du mal auf dem Weg. Wir hätten zwar nur ein paar Traktoren, aber wir haben eben keinen Kipper mehr. So, okay. Aber ist auch so ein schönes Ding, der Johnny. Ja. Bei der Sache bleiben. So. Die machen das. Jupp, der ist fast leer. Also der braucht schon ein bisschen Spritzmittel. So ist nicht, aber kein Problem. Das sehe ich nicht so tragisch. Ja, der fährt noch. Okay. Dann können wir schauen, wir haben ja jetzt neue Mähwerke. Die wären ja auch nicht schlecht, wenn man die auch verwendet. Deswegen würde ich sagen, gucken wir mal nach, ob da irgendwas mit den Ballenpressen-Missionen ist. Was Interessantes. Wenn da. Natürlich wäre eine Silageballen-Mission interessant. Wickeln. Hier die 25.
25 und 27. Genau, weil die haben verschiedene Abladeorte, halb so wild, Gärtnerei und Mischfutterfabrik. Und es sind zum Wickeln. Vertrag akzeptieren und die 27 war das Wickeln akzeptieren. Weil jetzt haben wir da 25 und 27. Jetzt haben wir da so ein gutes Gespann da vorne stehen. So. Da werden wir den Feind losschicken. Der sollte überhaupt keine Probleme haben. Und dann kann der Lamborghini mit der Presswickel-Kombi nachdüsen. Ja, stellen wir mal runter das Ding. Und dann holen wir uns das Schneidwerk. Oder Mähwerk in dem Fall. So. Zack. Einmal vorne, weil das hat ja Schwattablage. Also perfekt dafür vorbereitet. So, Vicon. Sieht auch gut aus. So, 25 und 27. Wo sind die denn? Was sind das denn für eine Felder? 25 ist hier. Dann machen wir zuerst die 27, die ist da drüben. Dann würde ich sagen, mein Freund, du fährst mal rüber zu 27 und dann sehen wir uns später wieder. 27, Abfahrt. Weil, haben wir schon irgendwas auf der 27 mal gemacht? Ja. 8,4. Nee, das geht nicht. Weil wir haben ein breiteres Mähwerk. Damit wir was Neues einlegen. Kein, überhaupt kein Problem. Machen wir schon. So. Der wird sich dann die Presswickel-Kombi schnappen. Und die Silagebällchen pressen. So. Ja, theoretisch könnten wir ja einen Autodrive-Kurs einfahren. Okay. Bist du zu breit? Oder ist der Stromkasten zu stark? Man weiß es nicht. So. Der ist schon da. Der ist schon da. Den machen wir hier aber aus, weil sonst kostet der ja nur Geld. So, geht sich das aus, wenn man den hier so reinschiebt? Ja. Das geht sich schon aus. Passt, den parken wir mal hier. Weil theoretisch könnte man den ja sagen, er soll mit Autodrive ab- oder auffüllen fahren. Dann müssen wir den aber nur sagen, wo ist denn Auffüllpunkt? So, entlassen. Lass mal hier mal aktueller Wegpunkt. Bin neugierig, ob er das findet. So. Das will ich jetzt testen, dann werde ich dann mit Autodrive herschicken und dann mit aktuellem Wegpunkt müsste er eigentlich wieder hierher fahren. Aber es ist immer so eine Sache, ob er den Weg hierher findet auch. Naja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, dann fährst du mal zum Hof. Ja. Und dann schauen wir danach. Jetzt hat er einmal die ganze Ladung rausgeballert. Wie viel waren das? Ja, hat er schon einiges geschafft. Spritzen. 55%, also von dem her. Da werden wir nicht mehr allzu oft auffüllen müssen. Aha. Soll ich fragen? Oder eher weniger? Ja. Aber eigentlich, das wäre doch ein Screenshot wert fürs Thumbnail. Wenn wir schon hier sind. So. Machen wir gleich einen Screenshot. Weil Thumbnail und Titel ist schon gesichert. So, wir müssen aber müssen uns Spinat reinballern. Weil sonst können wir den nicht. Kriegen wir den nicht frei. So. Mal gucken, weiß gar nicht, was hattest du vor? Ja, adios. Okay. Naja, so, der Ideal ist da. Aber wo ist der Ideal? Hier ist der Ideal. Passt. Dann würde ich mal sagen, Schneidwerk abgekoppelt, aufklappen, Schneidwerk ran und Abfahrt. Jo.
zusammenklappen, ein bisschen rauf die Haspel, ein bisschen ausfahren und los geht's. Dann werden wir gleich hier mal so anfangen. Weiß nicht, auf der 61 haben wir schon mal mit unserem Schneidwerk gedroschen? Keine Ahnung. Nee, vorher schauen wir mal nach. Die 61. Da haben wir nicht nochmal einen Ordner. Das machen wir gleich zu Anfang. So, die 61 kommt jetzt hier rein. Passt. Dann machen wir jetzt was Neues. Überhaupt kein Ding. 61. Dreimal weich. Ja. 13,5 Meter. Hört sich alles ganz gut an. So, dann. Und Abfahrt. So, und es läuft schon. Es läuft schon. Die ersten Körnchen sind schon im Korntag. Zack. Und speichern. Feld 61 dreschen. Das waren 13,5 Meter. Passt. Und dann lübt der Lachs hier. So, die 61. Oh, rein da. Passt. Okay, wenn wir schon hier sind, dann stellen wir den Kollegen hier unten gleich als Abfahrer ein. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das schafft, die erste Bahn, weil es hier eben, ja, ein Graben ist, aber egal, wir versuchen es mal. So, das passt, läuft. So, den hätten wir, stellen wir jetzt einmal dort zur Auffüllstation. Ja, theoretisch könnte man da jetzt was einfahren, aber egal. Ich mach das einfach jetzt mal so. Zack. Machen wir voll die Hütte. So, der fährt noch. Der wartet. Bin mal interessiert. Muss hier irgendwas repariert werden? Außer die Gewichte. Gewichte jucken niemand. So, ist hier was dabei? Nö. Ah, das Schneidwerk vom Holmer und, okay, ein Kippsattel oder der Anhänger. Der Holmer, der ist wichtig. Der LKW kann man auch mal machen und der Rest passt alles. Ja, war nicht allzu viel dabei. Okay. Ah, der kommt ja gerade um die Ecke. Perfekt. Also, der ist, hat etwas Wildes gefrühstückt. Die Dame. Weiß nicht, was die gegessen hat, aber die ist, wow, zackig unterwegs. Weil das sowas gibt, dass sich die Fahrzeuge immer irgendwie treffen. Ich meine, in dem Fall geht das ja noch. Da machen sie ja keine Probleme, aber schon öfters vorgekommen, dass sie sich genau in der Kurve treffen. Wie wenn es hätte sein müssen. So, dann stellen wir den mal hier ein. Passt, du fängst dann hier irgendwo an. 27 haben wir schon geguckt, da haben wir nichts, deswegen Feldeid. 27, machen wir dreimal weich, ja, ja. 10,2 Meter, ich glaube, das passt so. Los. Sieht komisch aus, ja, passt schon. Ist schon okay. Wir müssen hier noch gucken. Wo steht das denn jetzt? Ui. Breitablage, das wollen wir ja nicht. Steuerung Z war das, oder? Ja, sagen wir Schwartablage. Erster Wegpunkt, Abfahrt. So, speichern wir. Feld 27, Mähen. Mit 10,2 Meter waren das. Passt. Dann stecken wir das gleich auch in die... oder in den Feld 27 Ordner. Jetzt haben wir halt zweimal Mähen, aber egal. Theoretisch bräuchte man den einen nicht mehr. Aber das geht so auch. Läuft. Okay.
Dann kommt dann die Presse als nächstes zum Einsatz. Hier den Sojabohnendrescher, der ist voll am Machen und Tun. Der wartet. Der ist noch am Auffüllen. Aber ich würde sagen, für die heutige Folge haben wir es wieder geschafft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Ciao.